Das ist Frau Keller und das ist ihre Tochter Mathilda. Sie ist 3 Jahre alt. In der Regel bringt Frau Keller Arbeit und Privatleben gut unter einen Hut. Unter der Woche besucht Mathilda tagsüber eine Kita. Trotzdem kommt es manchmal zu Situationen, in denen Frau Keller eine Einzelbetreuung braucht. Etwa wenn die Kita geschlossen ist, eine kurzfristige Dienstreise ansteht und Herr Keller auf Montage ist. Nun ist guter Rat teuer. Nein, denn der Arbeitgeber von Frau Keller hat an solche Fälle gedacht und den Notbetreuungsdienst des PME Familienservice engagiert. Frau Keller wählt die Nummer der kostenfreien Hotline. Die freundliche Fachberaterin am anderen Ende ist auch abends und am Wochenende erreichbar. Frau Keller schildert ihre Situation. In der Regel genügt ein Anruf und die Betreuung für den nächsten Tag ist gesichert. Die Fachberaterin bucht für Mathilda einen Platz in einer der 25 Backup-Einrichtungen des PME Familienservice. Hier kann das Mädchen mit anderen Kindern spielen und ist rundum gut versorgt. Die Betreuungszeiten richten sich am dienstlichen Bedarf des Kunden. Das bedeutet, Mathilda wird so lange im Backup betreut, bis Frau Keller sie am Abend wieder abholen kann. Und das Beste, die Kosten übernimmt in der Regel Frau Kellers Arbeitgeber. In besonderen Fällen, etwa wenn Mathilda die Masern hat und unmöglich die Kita besuchen kann, vermittelt ihr der PME Familienservice eine Notmutter. Innerhalb kurzer Zeit steht diese vor der Tür und betreut das Kind direkt im Haushalt der Familie. In diesem Fall beteiligt sich der Arbeitgeber an den Kosten. Vertrauen wird natürlich auch hier großgeschrieben. Alle vermittelten Betreuungspersonen sind nach den PME-Qualitätsstandards geprüft. Frau Keller kann sich dank dem PME-Familienservice und ihrem Arbeitgeber wieder vollständig auf ihre beruflichen Aufgaben konzentrieren. Und Mathilda ist gut versorgt. PME Familienservice, seit 25 Jahren Ihr Ansprechpartner in Fragen der Work-Life-Balance.